Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Merlus, wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht können Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Schrecken in dieser sinnlosen Ehe. Was? Was ist momentan nicht abzuklappen? Ich wollte hier mit dir leben. Du brauchst mich. Du bringst mich ins Gefängnis. Ich krieg vielleicht 2 Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung? Hm? Was? Kleine, klebrige Goldstücke und meine Haare in deinem Tagebuch? Hm? Wo hast du die Objekte? Mit irgendeiner Scheißspinze mit seiner